Ja, liebe TV-Fans, liebe Partner und Sponsoren, ich begrüße euch ganz herzlich zur Pressekonferenz vom 31. Spieltag der zweiten Handball-Bundesliga. Heute traf der TV Hüttenberg auf den VfL Eintracht Hagen. Wir bedanken uns zunächst ganz herzlich bei 700 Zuschauern und das Halbzeitergebnis war 18:14, Endstand 35:31. Vielen Dank für den Zwischenapplaus. Wie es sich gebührt, das erste Wort gehört dem Gästetrainer. Stefan, dein Resümee bitte zum Spiel. Hallo, hallo. Schönen guten Abend für die gemütliche Runde hier. Glückwunsch an den TV Hüttenberg zum absolut verdienten Sieg am heutigen Abend. Ich bin heute nicht enttäuscht, weil wir verloren haben, aber ich bin schon enttäuscht über die Art und Weise. Wir sind in beide Halbzeiten katastrophal gestartet, sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit. Konnten uns mit der ersten Halbzeit nochmal zwar kurz anrobben, aber ich hatte heute halt nie das Gefühl, dass wir hier für einen Sieg in Frage kommen. Und wir haben teilweise eklatante Aussetzer gehabt, die in Fehlpässen geendet sind, die aber auch in der Abwehr taktisch einfach falsch gemacht worden sind und anders besprochen waren. Und das sieht jetzt vielleicht keiner der Zuschauer. Da weiß natürlich am Ende nur ich, was besprochen war. Und das enttäuscht dann schon. Und da habe ich eine andere Erwartungshaltung. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, die vier Tore am Ende sind ein Stück weit sogar schmeichelhaft, weil gefühlt war es doch irgendwie immer deutlicher. Und deswegen kann ich an dieser Stelle nur fair gratulieren und sagen, dass der Sieg absolut verdient war. Vielen Dank, Stefan, für das Statement. Dann schaue ich kurz zur Presse. Gibt es da Fragen an den Gästetrainer? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zu unserem Trainer, Johannes Wohlwart. Johannes, Glückwunsch zum Heimsieg. Wie fällt dein Fazit denn zu diesem 35:31 Erfolg aus? Ja, hallo, schönen guten Abend, guten Appetit und vielen Dank für die Glückwünsche und euch alles Gute für den Endspurt. Ich denke, das Spiel wurde gerade sehr gut beschrieben. Da brauche ich Ihnen nichts dazu zu fügen, sondern ich gebe Ihnen noch mal einen kleinen Einblick heute vielleicht in das, was in der Kabine bei uns nach dem Spiel dann immer Fakt ist. Das ist so, dass wir eine richtige Axt da drin haben in der Kabine. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass das tatsächlich so ist. Die ist auch in blau-roten Farben da geschmückt und die wird immer von einem Spieler übergeben an einen anderen, der sich ganz besonders mit den Hüttenberger Attributen da geschmückt hat. Und Christian Rumpf hat diese Axt heute übergeben und hat da die folgenden Worte verloren. Er übergibt sie der gesamten Mannschaft heute. Und das fand ich stark, weil genau das ist das, was in so einer schwierigen Phase, die wir jetzt hatten, 4 Niederlagen aus 5 Spielen, was dann eine charakterstarke Mannschaft einfach auszeichnet. Das ist in so einem Moment als Mannschaft aufzutreten, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir haben viele, viele junge Spieler dabei und die waren heute auch auf dem Feld. Es waren nicht nur die Alten, die da geglänzt haben. Und das spiegelt sich dann einfach auf dem Spielfeld wieder, was das für eine fantastische Mannschaft ist und was das für fantastische Charaktere sind, die einzelnen Jungs. Da bin ich mega stolz drauf, dass ich sie trainieren darf und Glückwunsch an meine Mannschaft heute in diesem Sinne, wirklich fantastisch gemacht und jetzt wollen wir gucken, dass wir das genauso weiter angehen und sie begeistern und mitnehmen und hoffentlich immer mehr dazu kriegen, dass das weiter unterstützt wird, was wir hier betreiben, weil es ist eine Augenweide, den Jungs dann dazu zu gucken, nicht nur auf dem Feld heute, sondern auch in der gesamten Entwicklung, muss ich wirklich ein Riesenkompliment an die Jungs aussprechen dazu. Dirk, du kannst dir weitergeben. Ich freue mich wirklich. Riesen Respekt. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Johannes. Und da gibt es natürlich von Markus Rössheim schon die Frage. Johannes, du sagst es mir so schön dahin. Am Dienstagabend neben Sessen, da war die Stimmung völlig anders, das Spiel völlig anders. Wie passiert in 3 Tagen, den Schalter so umzudrehen? Definitiv nicht durch irgendwelche Ideen, die ich jetzt im Training reingebracht habe oder irgendwelche Methodiken. Das ist nicht der Fall, sondern es liegt an den Charakteren, an den Jungs.
weil sie das angenommen haben, auch immer ja, eine konstruktive Kritik sehr gut umgehen können, auch sich dorthin gehen, das immer weiterentwickeln und wirklich einfach als Mannschaft da auftreten. Ja? Wir haben einfach gesagt, alle zusammen, da braucht man niemanden draußen, das ganze Trainerteam, die ganze Mannschaft, alle Beteiligten, dass wir jetzt diesen Karren einfach zusammen da rausziehen müssen, aus diesem kleinen Dreckloch, wo wir kurz reingerutscht sind. Und nur so geht's und das haben die Jungs einfach fantastisch angenommen. Deswegen, also das ist eine Mannschaft, die funktioniert intern, die funktioniert extern, die funktioniert auf dem Platz, neben dem Platz. Also das ist der Grund dafür. Gibt es weitere Fragen an Johannes? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir heute unsere Nummer 15, Moritz Zirp eingeladen zur Pressekonferenz. Moritz, Stefan hat schon gesagt, er hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel heute irgendwie noch an Haaren gehen könnte. Wie war denn dein Gefühl in diesen 60 Minuten? Ja, auch von mir erstmal schönen guten Abend. Bei mir ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich bin mir eigentlich nie sicher, dass wir mit 5 Toren 5 Minuten Verschluss führen. Dann denke ich, okay, heute könnte es klappen. Aber ich glaube schon, dass wir eine gewisse Kontrolle über die gesamte Spielzeit haben. Einzige, was mir so ein bisschen wehtut dann immer, ist, dass wir dann doch so viele Gegentore gekriegt haben. Klar haben wir heute auch sehr, sehr viele geworfen, aber ja, da müssen wir weiter dran arbeiten. Haben vor allem, finde ich, in der ersten Halbzeit auch Probleme gehabt mit dem Rückzug ein bisschen. Da war manchmal ein bisschen Hühnerhaufen. Aber ansonsten haben wir das heute, denke ich, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und man hat das gestern auch schon so ein bisschen im Training gemerkt, als zum Schluss wirklich alle über die Gesichter gestrahlt haben. Und wenn du mit so strahlenden Gesichtern aus dem Training gehst, dann bist du auch gut vorbereitet für das Spiel heute. Vielen herzlichen Dank, Sirbi. Gibt es Fragen? Ja, Markus Würzheim. Moritz, sprich dann an, du bist ja der Abwehrchef, der ja immer drauf, wahrscheinlich darauf picht, dass da hinten so wenig Gegentore wie möglich fallen. 31 Gegentore lesen sich jetzt wirklich viel. Ihr habt eine starke Torhüterleistung heute gehabt und ich fand also subjektiv auch die Abwehr so funktioniert. Wie erklärt man sich das? Ja gut, wie gesagt, ich glaube, wir haben relativ viele Tore kassiert bei der schnellen Mitte oder zur Welle. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Auch ein paar Gegenstöße waren am Anfang dabei. Das kann dann schon eine Differenz sein. Klar, 7 gegen 6 haben am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt. Das haben wir dann besser gemacht zum Schluss. Und ja, ist dann manchmal noch so der letzte Meter, der dann fehlt, den man dann vielleicht nicht mehr schafft. Und dann geht der Ball irgendwie noch rein und das ja, sind dann die Tore. Aber ist dann auch zu verschmerzen, wenn es vorne so gut läuft. Vielen herzlichen Dank, Sirbi. Weitere Fragen an Moritz? Das ist nicht der Fall. Ja, dann möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, bei Ihnen bedanken. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr am 7. Mai dann wieder den Weg hier ins Sportzentrum Hüttenberg finden würdet. Dann geht es gegen Bayer Dormagen. Und wie Johannes schon gesagt hat, unterstützt diese Mannschaft, die hauptsächlich aus einheimischen Spielern, jungen Spielern aus dieser Region kommen. Unterstützt sie weiterhin so fantastisch. Und dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Abend. Den Gästen aus Hagen wünschen wir eine schöne Heimfahrt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und nochmal schönen Abend. Danke.